بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، geehrte Geschwister, wir führen fort mit unserer Reihe Fiqh al-Nafs, das Verständnis des Egos oder über das Ego, über das Ich des Menschen und was alles damit zu tun hat, wie man besser werden kann. Wie man besser werden kann, vorher muss man natürlich wissen, welche Eigenschaften ist das Gute, dann wie erreiche ich diese Eigenschaften, um dahin zu kommen. Und wir sind dabei angekommen, dass wir im letzten Unterricht darüber gesprochen haben, wie die Rechtsgelehrten die Nachlässigkeit in der Religion und in den Charaktereigenschaften und im Benehmen sozusagen bekämpft haben, beziehungsweise therapiert haben, indem wir gesagt haben, dass sie diese aufgeschrieben haben und sich dann auch selbst zur Rechenschaft gezogen haben. Bevor man aber das macht, muss man sich natürlich was Bedingungen setzen. Und diese vier Punkte, die haben wir ja auch im letzten Unterricht genannt und dann auch detailliert erklärt. Heute machen wir inshallah weiter mit der Aussage von As-Sufyan al-Thawri und wir befinden uns noch weiterhin im Thema des Verstandes. Und Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, wer ist Sufyan al-Thawri? Ist ein gewaltiger Gelehrter, der gehört zu den Salaf. Er gehört zu den Tabi'in, das heißt zur zweiten Generation. Und Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, hat von Ibrahim al-Nakha'i gelernt. Und Ibrahim al-Nakha'i hat von Al-Alqama gelernt. Und Al-Alqama war der Schüler von wen? War der Schüler von Ibn Mas'ud, radiyallahu anh. Und Ibn Mas'ud hat die Rechtsleitung und das Benehmen vom Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, gelernt. Das heißt, hier merkt man, diese großartigen Menschen, sie hatten Lehrer gehabt, die am Ende zurückzuführen sind auf das beste Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat und dessen Charaktereigenschaften die höchsten Stufen erreicht haben, wie Allah azza wa jal das auch im Koran sagt, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, und du befindest dich wahrlich über den Charaktereigenschaften. Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, sagte, Wahb sagte, das heißt, er überliefert das, diese Aussage von dem Rechtsgelehrten Wahb. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala wurde mit nichts Besseres angebetet, als wie mit dem Verstand. Und er hat keinen Verstand, also diese Person, bis er zehn Eigenschaften hat. Was sind diese 10 Eigenschaften? Erstens sagt er, der Hochmut ist vor ihm sicher. Ja? Der Hochmut ist vor ihm sicher. Zweitens, also er hat keinen Hochmut. Zweitens, und das Gute ist zu ihm am nächsten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Person mit den Guten immer beschäftigt ist, immer mit den guten Taten beschäftigt ist. Und die Leute auch erwarten von ihm und kennen von ihm nichts außer das Gute. Das ist natürlich auch wie die Aussage Allahs Azza wa Jal über Isa alayhi salam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin, und angeordnet hat er mir das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Das heißt, als Allah Azza wa Jal diese Eigenschaft an Isa alayhi salam beschrieben hat, indem er ihm gesagt, über ihn gesagt hat, berichtend, und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Was bedeutet das? Das bedeutet, an jedem Ort und zu jeder Zeit, so ist der Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala in ihn gesetzt hat, in der sozusagen das Lehren des Guten und das Aufrufen dazu, der Untersagung vom Schlechten und der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Aussagen und Handlungen,
so dass jeder, der bei ihm sitzt, der sozusagen ihm beiwohnt oder sich um ihn versammelt, diesen Segen erreicht. Diesen Segen erreicht und was glücklich wird durch seine Kameradschaft. Allahu Akbar. Und wenn wir so eine Eigenschaft haben, das ist auf jeden Fall etwas Gewaltiges. Drittens, er folgt denjenigen, die vor ihm sind. Er folgt denjenigen, die vor ihm sind, bedeutet das, das ist im übertragenen Sinne gemeint, jetzt nicht physisch, sondern das heißt, er folgt den Leuten des Wissens und der Rechtschaffenheit. Bedeutet, er folgt, also das heißt, er folgt den Leuten, die vor ihm sind in der Zeit. Das heißt, diejenigen, die vor mir sind, die sozusagen mich vorausgeeilt haben im Wissen und der Rechtschaffenheit, die folge ich. Aber nicht nur das, sondern viertens, er ist dann auch noch was, er selbst ist, wird irgendwann ein Vorbild für diejenigen, die nach ihm kommen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, er folgt denjenigen, die vor ihm waren, die ihn vorausgeeilt haben im Wissen und der Rechtschaffenheit. Und irgendwann ist er was, oder er ist ein Vorbild für diejenigen, die nach ihm kommen. Bis die Erniedrigung, er sagt sogar, bis die Erniedrigung für ihn in der Gehorsamkeit Allahs lieber ist als der Stolz und die Armut, lieber als der Reichtum. Das heißt, er vererbt das Wissen von den Wissenden, er nimmt das Wissen von den Wissenden, bis für ihn die Erniedrigung in der Gehorsamkeit Allahs lieber ist als der Stolz in der Ungehorsamkeit Allahs. Und das ist damit gemeint. Damit ist die Aussage gemeint, bis die Erniedrigung für ihn in der Gehorsamkeit Allahs lieber ist als der Stolz und die Armut, lieber ist als der Reichtum. Bedeutet, dass diese Person für ihn die Erniedrigung in der Gehorsamkeit Allahs lieber ist als der Stolz in der Ungehorsamkeit Allahs, weil das dann ein falscher Stolz ist. Dann, bis er für sein Leben das Notwendige braucht. Bis er für sein Leben das Notwendige braucht, bedeutet, dass das Diesseits nicht für ihn, dass dieses Diesseits für ihn nicht das Endziel ist, sondern er sieht das nur als Mittel, um, weil er weiß ganz genau, dass er irgendwann sterben wird und in die nächste Stätte des Jenseits hingebracht wird. Siebtens, er hält das, was er an vielen Taten gemacht hat, für wenig. Das heißt, er sieht immer seine Taten immer als wenig und nicht als viel, weil leider der Mensch immer dazu neigt, wenn er seine Taten für viel hält, dass er irgendwann in Nachlässigkeit verfällt und das ist das Naturell des Menschen, wenn er sozusagen in diese Nachlässigkeit fällt, dass er irgendwann getäuscht ist, weil er ja so will. Dann, die Taten der anderen aber sieht er mehr als seine Taten. Es bedeutet, dass man die anderen immer besser als sich sieht und bei Allah subhanahu wa ta'ala eine höhere Stellung haben als du selbst. Er sieht immer die anderen besser als sich und dass ihre Stellung bei Allah besser ist als seine Stellung. Bis die Salaf sogar gesagt haben, also die Salaf, damit sind die rechtschaffenen Vorfahren gemeint, wenn du jemand Älteres siehst, dann sag, er ist mir in der Gehorsamkeit vorausgeeilt. Und wenn du jemand Jüngeres siehst, dann sag, ich bin ihm, also diesem Jüngeren, in der Ungehorsamkeit vorausgeeilt. Allahu Akbar. Das war ihr Verhalten. Das heißt, wenn du jemand Älteres siehst, dann sage zu dir selbst, diese Person, weil er so ein Alter erreicht hat, hat er viel mehr Gehorsamkeiten gegenüber Allah Ta'ala verrichtet. Das heißt, er ist mir in der Gehorsamkeit vorausgeeilt. Er hat mich eingeholt, weil er natürlich älter ist und mehr Zeit hat. Und wenn du aber dann jemand Jüngeres siehst, dann sagst du, ich bin ihm in der Ungehorsamkeit vorausgeeilt, weil ich natürlich viel älter bin als dieser jüngere Mensch und viel mehr Sünden habe auf den Rücken zu tragen als dieser jüngere Mensch. Und so ist dein Verhalten, so soll dein Verhalten sein. Neuntens,
Er ist nicht unwillig, beziehungsweise seine Brust wird nicht eng aufgrund der Forderung der Menschen ihm gegenüber. Und das ist leider eine Eigenschaft, die natürlich sehr, sehr schwer ist. Es ist nicht einfach, dass man sagt, dass man sozusagen nicht, ja, nicht die Nase voll hat, sagen wir auf Deutsch, auf gut Deutsch gesagt, nicht die Nase voll hat, aufgrund der Forderung der Menschen ihm gegenüber. Ja. Und wenn aber seine Brust sozusagen weit ist und dass er sozusagen das aushält, das ist natürlich eine lobenswerte Eigenschaft, wenn er sich natürlich um die Belangen der Menschen kümmert. Und so war auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zehntens, und das ist der letzte Punkt, und er geht aus seinem Haus raus und trifft niemanden außer dass er sich selbst unter ihnen sieht. Wie können wir das ungefähr umsetzen? Ein Beispiel. Er sieht ein Kind und denkt sich, dass er keine Sünden hat. Wenn du jetzt rausgehst und mit diesem Gedanken hinausgehst, dass du dir denkst, egal wen du triffst, dass du in der Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala kleiner bist als diese Person, das ist auch ein Mittel, um dich zu motivieren, viele, viele gute Taten zu machen, weil du deine Taten immer als wenig siehst. Ein Beispiel, er sieht ein Kind und denkt sich, dass dieses Kind keine Sünden hat, weil er noch nicht was reif geworden ist und mukallaf, also verantwortlich. Deswegen haben manche Gelehrte zu den Kindern gesagt, das war die Praxis einiger Rechtsgelehrten, wenn sie Kinder getroffen haben, dass sie gesagt haben, hebt eure Hände. Und dieses tat auch wer? Abu Huraira radiallahu anhu, der Sahabi. Er sagte zu ihnen, sagt, also zu den Kindern, sagt, o Allah, vergib Abu Huraira. Als er dann gefragt wurde, warum er dies tat, er sagte, dass die Kinder keine Sünden haben und hoffentlich ihr Bittgebet dadurch eher angenommen wird als von sich selbst, weil er natürlich Sünden hat und die Kinder keine Sünden haben. Abdullah bin Mu'taz, er sagte, إذا تم العقل نقص الكلام. Wenn der Verstand vollständig wird, dann wird das Reden weniger. Warum wird sein Reden weniger? Weil er darüber nachdenkt, ob das Wort, was er jetzt sagt, passend ist oder nicht. Aber leider, unsere Situation ist heutzutage, wir versuchen alles rauszuhauen und unser Senf bei jeder Angelegenheit zu geben, wo wir geben können. Al-Mawardi sagte, derjenige, der Verstand besitzt, fügt seinem Verstand den Verstand der Gelehrten hinzu und zu seiner Aussage die Aussagen derjenigen, die Weisheit besitzen. Denn die einzelne Aussage wird Fehler begehen und der einzelne Verstand wird irre gehen. Was heißt das? Du als Muslim solltest von den Gelehrten und denjenigen, die Weisheit besitzen, Nutzen ziehen. Du schaust auf ihre Handlungen und deswegen saßen auch manche nur bei Imam Malik ein Jahr, nur um von seinem Benehmen zu lernen. Imam Malik, der gewaltige Gelehrte, der großartige Gelehrte in Medina, bekannt und der auch zu den vier bekannten Madhahib gehört, saßen manche nur bei ihm ein Jahr, um von seinem Benehmen zu lernen. Und derjenige, der Verstand besitzt, denkt nicht mit einem Verstand. Deswegen fügt er was? Seinem Verstand mehrere hinzu. Sondern er denkt mit mehreren. Und deswegen gibt es keine Schande darin, dass man auch Ratschläge sucht. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie man mit mehreren versucht, wie man seinem Verstand mehrere hinzufügen kann. Die den Verstand des Gelehrten und das Verstand desjenigen, der Weisheit besitzt. Dass man auch Ratschläge sucht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm auch anbefohlen in Surat Ali Imran. Und wenn du einen Ratschlag suchst, dann suche ihn bei jemandem, der Verstand besitzt. Suche nicht den Ratschlag bei einem unwissenden, einfältigen Menschen. Denn er mehrt dir nichts außer als Täuschung.
Deswegen such dir die richtige Person aus, wo du deinen Ratschlag suchst. Weil manche möchten vielleicht dir eher schaden, obwohl sie dir Nutzen bringen wollen und du merkst es nicht. Und bezüglich dem Ratschlag eine Angelegenheit: Wenn er seine Zeit benötigt, dann sei nicht voreilig. Und auch wenn du nach einem Ratschlag gefragt wirst, sei du auch nicht voreilig. Deswegen erkennst du viele, die Verstand besitzen, wenn du sie nach einem Ratschlag fragst, oder Gelehrten, wenn sie gefragt werden, in einer schwierigen Angelegenheit, die Zeit benötigt. Und nochmal, dass man in sich einkehrt, dass sie dann sagen, diese Angelegenheit braucht Zeit. Deswegen überlegt er nochmal fünfmal, was er antwortet. Al-Mawardi, die sagt auch: Derjenige, der Verstand besitzt, ist derjenige, der die Befehle und Verbote Allahs verrichtet hat. Er lernt sie, versteht sie und setzt es um, denn ein verbreiteter Fehler heutzutage, geehrte Geschwister, ist, dass wir lesen, aber ohne zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Sinngemäß heißt es: Und unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen und die nur noch sozusagen was? Mutmaßungen anstellen. Die Rechtsgelehrten sagen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen, also in diesem Vers, illa amani, dieses Wort al-amani, sondern, also was sinngemäß bedeutet, Wunschvorstellungen hegen, sie sagen, die Rezitation, ohne zu verstehen, was sie rezitieren. Damit ist das gemeint. Al-Mawardi sagt auch: Wenn derjenige, der Verstand besitzt, jemanden liebt, das ist eine sehr schöne Aussage von ihm. Wenn derjenige, der Verstand besitzt, jemanden liebt, so gibt er alles dafür aus, um wegen der Liebe zu ihm zu helfen. Und wenn er jemanden anfeindet, dann hebt er seine Stellung über die Ungerechtigkeit. So macht er denjenigen, den er liebt, mit seinem Verstand glücklich, und er bewahrt seinen Feind, Entschuldigung, er bewahrt seinen Feind mit seiner Gerechtigkeit. Und wenn er jemandem Gutes tut, so unterlässt er den Anspruch darauf, dass jemand ihm dankt. Und wenn jemand ihm schlecht behandelt, so sucht er für ihn einen Grund von den Gründen der Entschuldigung oder er gewährt ihm Vergebung. Wir erklären jetzt diese einzelnen Passagen Stück für Stück. Die erste Passage: Wenn derjenige, der Verstand besitzt, liebt, so gibt er alles dafür aus, um wegen der Liebe zu ihm zu helfen. Und wenn er jemanden anfeindet, dann hebt er seine Stellung über die Ungerechtigkeit. So macht er denjenigen, den er liebt, mit seinem Verstand glücklich und er bewahrt seinen Feind mit seiner Gerechtigkeit. Allahu Akbar. Das heißt, derjenige, der Verstand besitzt, er hat Personen in seinem Umkreis, die er liebt, und Personen, die er anfeindet oder wofür er keine Liebe hat oder ein Problem hat. Wie ist sein Verhalten jetzt gegenüber diesen beiden Personengruppen? Erstmal denjenigen, den er liebt, diese Person, die Verstand besitzt. Er macht ihn fröhlich mit seinem Verstand. Er macht ihn fröhlich. Er bringt ihn sozusagen Fröhlichkeit in seinem Leben. Und mit seinem Verstand erinnert er ihn. Er bringt ihm vieles bei, hilft ihm, lehrt ihm und so weiter und so fort. Weil er mit diesem Verstand, den er hat, und die Liebe für diese Person verstanden hat, dass sozusagen er den Menschen einen Nutzen bringen will. Okay, das ist das Verhalten gegenüber demjenigen, den er liebt. Was ist das Verhalten gegenüber demjenigen, den er anfeindet? Und vor seinem Feind, der Verstand besitzt, braucht er sich nicht zu fürchten, denn er weiß, dass sein Verstand ihm nicht dazu bringt, ungerecht zu werden. Er hebt seine Stellung über die Ungerechtigkeit hinweg, weil er einen Verstand hat, auch wenn er mit jemandem ein Problem hat. Er überschreitet aber nicht die Grenzen. Dann, wenn er jemandem Gutes tut, so unterlässt er den Anspruch darauf, dass jemand ihm dankt. Das heißt, er verlangt keinen Dank von dieser Person, wenn er jemandem Gutes tut.
Und wir hören von den Menschen, wenn wir sie fragen, warum sie den Menschen nichts geben, das ist eine sehr verbreitete Aussage leider, dass sie sagen, dass die Menschen undankbar sind. Warum soll ich den Menschen etwas Gutes tun? Die Menschen sind sowieso undankbar und die werden es mir nicht zurückgeben. Deswegen, wenn du etwas Gutes tust, geehrte Geschwister, wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann tut es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr macht es doch nicht dafür, damit die Menschen euch danken sollen. Das heißt, dass die Absicht im Grunde genommen ursprünglich schon falsch ist. Du gibst den Menschen nicht, damit sie dir danken, sondern weil die Religion angehalten hat, dieses zu tun. Und außerdem gehört das was auch zu den Eigenschaften der Großzügigkeit. Und das Gegenteil davon ist ein Zeichen der Schwäche des Verstandes, denn dass man es liebt, dass die Leute einen Nutzen von dem haben, was man besitzt, gehört zur Dankbarkeit der Gnaden, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, weil nicht du hast sie dir ursprünglich erworben, beziehungsweise gekriegt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dir gegeben. Oder durch deine eigene Kraft und Fleiß und deinen Willen, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala es dir gewährt hat. Und wenn du alle Anstrengungen dieses Diesseits genommen hättest, auf die genommen hättest, und Allah ta'ala es dir nicht gegeben hätte, geben wollen, dann hättest du es nicht bekommen. Und wenn jemand ihn schlecht behandelt, so sucht er für ihn einen Grund von den Gründen der Entschuldigung oder er gewährt ihm Vergebung. Und der Unterschied, weil im arabischen Text, geehrte Geschwister, heißt es hier, er spricht hier über As-Safh wal-Afu. Das heißt, einer von den beiden Arten der Entschuldigung, weil es gibt verschiedene Arten sozusagen der Vergebung. Entschuldigung, es gibt verschiedene Arten der Vergebung im Islam. Er gewährt ihm eins von den beiden, entweder As-Safh oder Al-Afu. Was ist der Unterschied bei den Rechtsgelehrten? Sie sagen, dass bei Al-Afu der ungerecht Behandelte nichts mehr im Herzen hat. Weil es kann sein, dass man vielleicht vergibt, okay, man hat ihn vergeben. Aber Al-Afu, das ist nochmal eine höhere Stufe. Bedeutet nicht nur, dass er ihm vergibt, sondern dass er im Herzen nichts mehr hat, keine Entschuldigung erwartet und es am Tage der Auferstehung nicht von ihm dann einfordert. Und das gehört wahrlich zur hohen Charaktereigenschaft, wenn man dieses machen kann. Möge Allah azawajal uns diese Charaktereigenschaften geben. Was machen aber manche? Sie kommen und reden aber über diese Person, die ihn ungerecht behandelt hat und macht Bittgebete gegen ihn. Denn wer Bittgebete, so wisst ihr das, wer Bittgebete gegen denjenigen macht, der ihn ungerecht behandelt hat, hat sein Recht bereits bekommen. Der kann sein Recht nicht nochmal einfordern, der hat sein Recht bereits bekommen. Deswegen wurde Imam Ahmad gefragt, was sollen wir machen, wenn die Menschen uns schaden? Er sagte, überlasse es Allah azawajal, sich zu rächen. Überlasse es Allah azawajal, sich zu rächen. Muhammad bin Sirin ist an Menschen vorbeigegangen, die gegen die Ungerechten Bittgebete gemacht haben. Dann sagte er, wisst ihr warum? Also er ging an Menschen vorbei und er hörte, wie diese Menschen Dua gemacht haben gegen die Ungerechten, wie sie sie ungerecht, also weil sie ungerecht behandelt haben. Dann sagte er, wisst ihr, warum Allah azawajal den Ungerechten Aufschub gewährt? Wisst ihr, warum Allah dem Ungerechten Aufschub gewährt? Sie sagten nein. Er sagte, ihr beleidigt sie und macht Bittgebete gegen sie und folglich erleichtert ihr sie von ihren Sünden. Wenn jemand dich ungerecht behandelt und du ihn danach beleidigst, dann hast du auch die Grenzen auch überschritten. Deswegen sei geduldig und überlasse es Allah subhanahu wa ta'ala sich zu rächen, wie Imam Ahmad gesagt hat. Deswegen lass sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft und lasse Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich rächt. Und als Imam Ahmad rahimahullah ta'ala geschlagen wurde in der Zeit von Al-Mu'tasim, das war der damalige Kalif,
Und ihr wisst ja, die Fitna in der Zeit von Imam Ahmad war ja bezüglich der Erschaffung des Korans. Und da gab es keinen mehr, der diese Aussage getroffen hat, außer Imam Ahmad. Und als er sozusagen, er wurde dann sozusagen dann auch was geschlagen und gefoltert. Was hat Imam Ahmad gemacht? Er hat Bittgebete für ihn gemacht und nicht Bittgebete gegen ihn gemacht. Während die anderen gegen ihn Bittgebete gemacht haben, dann wurde er gefragt, oh Abu Abdullah, also Imam Ahmad ist Abu Abdullah, also er wurde dann gefragt, weil er sich gewundert hat, diese Person, über dieses Verhalten. Er sagte, oh Abu Abdullah, wir sehen viele, die gegen die Ungerechten Bittgebete machen, während du Bittgebete für ihn machst. Dann sagte Imam Ahmad, das ist der Neffe, also Al-Mu'tasim, da gehört er zu den Neffen väterlicherseits des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, einer der Großväter von Al-Mu'tasim, einer der Ur-Ur-Großväter von Al-Mu'tasim, ist der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, was er sagt. Er sagt, das ist der Neffe, sozusagen väterlicherseits des Gesandten Allahs. Und ich verabscheue es, am Tage der Auferstehung Allah Azza wa Jal zu treffen und seinen Propheten zu treffen und zwischen mir und seinen Neffen einen Streit gibt. Allahu Akbar. Deswegen schaue nicht nur auf deine Vorteile und Nutzen im Diesseits diesbezüglich, sondern auch auf die Nutzen im Jenseits. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Habe ich etwas Gutes gesagt, es ist von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, es ist von mir oder als Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.